Gesche, Gesche, bist du noch wach? Ja. Kathi, ich bin noch wach. Was ist los? Ich bin voll leid, dass ich so spät stehen muss, aber unser Zelt ist weggeflogen. Oh, das ist aber ein Sturm draußen, ne? Ja. Ja, dann komm doch hier in den Wohnwagen. Ja, ach, super. Kannst dich hier unten neben den Hund legen. Ach, da ist noch toll. Platz. Ach, großartig. Oh. Ich bin ja auch nicht so groß, ich nehme nicht so viel Platz. Nee, eben. Das geht. Aber das ist total lieb. Ey, das hängt irgendwo in den Bäumen. Das ist auch alles nicht dramatisch. Weil euer Zelt hängt in den Bäumen. Ja. Okay. Also es wird nicht ganz weg. Ist aber auch ein Sturm gewesen hier auf dem Potsdok, ne? Ich sag dir, weißt du? Ey, wenn das nicht so lange Tage wären hier, ich könnte nicht einschlafen. Es ist so aufregend mit diesem Sturm und allem drum und dran, das ist einfach nicht... Aber irgendwann schläfst du dann doch ein, oder? Naja, meistens schon. Aber eher, wenn irgendwie noch so ein bisschen beruhigende Musik im Hintergrund ist. Okay. Könnt ihr hier Musik machen? Stört euch das beim Einschlafen? Das finde ich, klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich brauche jetzt keine Musik im Hintergrund zum Einschlafen. Okay. Oh. Na gut. Ich kann da mehr auf die Kopfhörer machen. Ja. Ja? Mach mal. Ich sag mal, spinnt ihr? Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Mm-mm. Nee, ich kann gar nicht einschlafen irgendwie. Da ist so eine Sache. Okay. Okay, ich habe da auch mit noch keinem drüber gesprochen. Es kommt dir jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch vor, ne? Aber wir haben doch Abby dabei. Ja. Das ist ja unsere Gastschülerin, die wohnt ja bei uns. Ja. Wir dachten ja, dass wir Abby auch ausgesucht haben, dass sie zu uns kommt. Ja. Und dann haben wir sie mit zum Potsdok genommen. Mhm. Und dann, also wir waren ja auch letztes Jahr schon hier, da waren ja keine Amerikaner da. Ja. Und Abby kommt ja aus den USA. Ja, genau. Und jetzt ist auf einmal auch noch dieser Travis da. Der ist ja auch ein Amerikaner. Das stimmt. Und die haben sich auch sofort total gut verstanden. Und ich meine, weißt du, es war noch nie vorher wahrscheinlich überhaupt ein Amerikaner auf dem Potsdok. Nee, ich kann mich nicht erinnern, nee. Und die machen halt auch beide eine Bühnenshow. Okay. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein eigentlich. Denkst du, die kennen sich? Ja, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Das ist ja schon komisch. Also, weil Abby hat auch immer so getan vorher, als ob sie vom Potsdok gar nichts wüsste. Aber sie bewegt sich hier so total selbstverständlich. Ne? Also, finde ich auch. Die ist hier angekommen, hat sich gleich mit allen... Sonst ist die gar nicht so. Ich habe mich ja gefreut. Ich habe gedacht, super, noch jemand, der irgendwie mitkriegt. Wir sind eine coole Community und so. Ne? Ja, vorhin auch die Amerika-Fahne. Travis hat hier vorhin auch über amerikanische Geschichte mit der Cola. Ja. Obwohl hier ja wohl Mate-Land ist. Aber sitzt hallo? Er da mit seiner Coca-Cola und versucht das da zu promoten. Also, das ist komisch. Also beide im gleichen Jahr halt auch, ne? Also das kann ja kein Zufall sein. Ich verstehe, dass du da nicht schlafen kannst. Das ist schon komisch. Also ich möchte halt auch nicht, ich meine, dass Abby bei uns wohnt, ist ja okay, aber ich will jetzt auch nicht so amerikanisch überfremdet werden hier auf dem Potsdok. Nee. Als ob die so einen Plan verfolgen würden. Ja, ich meine, das ist ja schon so, weißt du, egal wer über Podcasts berichtet irgendwie in den öffentlichen Medien, das sind immer die amerikanischen. Es sind immer die Amerikaner. Immer Serial zuerst, immer irgendwie so bitte, diese amerikanischen Popkultur, Formate. Amerikanische Serien. Ich kann es nicht mehr hören. Und jetzt fängt es halt auch noch auf dem Potsdok an. Ja. Was soll das denn? Das kann auch nicht sein. Jetzt kommen die hierher. Also ich weiß ja nicht, weißt du, ich habe jetzt mit Travis und auch mit Abby noch nicht so viel geredet tatsächlich jetzt hier auf dem Potsdok. Also die sind ja nett, so, ne? Die sind super nett, das ist nicht die Frage. Aber ich weiß ja nicht, worüber die mit den anderen reden. Nee, ja? Eben. Also normalerweise Podcasten, die tauschen sich dann aus untereinander, so hey, mit welchem Programm schneidest du, wie nimmst du auf, etc. und so, ne? Und dann ist ja schon so, also ich habe dann mal, ich höre ja so ein, zwei amerikanische Podcasts. Mhm. Und die sind ja schon so ein bisschen anders produziert als die, die man so in Deutschland bekommt in der Regel. Ne? Also da ist ja oft Redaktionsteam dahinter und so. Ich weiß halt nicht, ich habe es nicht mitgekriegt, aber was, wenn die jetzt versuchen, hier alle zu beeinflussen, dass sie so podcasten wie in Amerika? Wie die Amerikaner. Ja. Das denke ich auch, weil ich denke, die verfolgen einen Plan. Ja. Die wollen uns unsere Stimme nehmen. Der europäische Podcastmarkt wird zu groß, zu mächtig, zu einflussreich. So sieht's aus, die unterwandern uns. Ja. Es ist die amerikanische Podcast-Unterwanderung. Ich sag dir, die haben das mitgekriegt. Weißt du, da gab's so ein paar Highlights in der deutschen Podcast-Szene vor allem. In der europäischen Podcast-Szene, das haben die drüben mitbekommen und gesagt, oh, jetzt kriegen wir Konkurrenz. Das geht nicht. Ja. Jetzt müssen wir denen einreden, dass die alles falsch machen, wie sie es machen.
Was ist nicht machen, wie wir es machen? So ein bisschen Selbstbewusstsein wegnehmen. Scheiße, ey. Die haben euch ein Gastini untergejubelt. Sie haben in uns, die amerikanische Podcast-Mafia hat sie uns quasi untergejubelt. Ich meine, weißt du, so. Gerade dir und deinem Mann. Ich meine, wir wissen alle, dass dein Mann für die Medien arbeitet. Perfide. Dass sie richtig große Podcasts am Laufen hat, ja. Also, ist klar, dass sie das in so, dass sie in so einen Haushalt wie euren dann jemanden einschmuggeln. Also, Kathi, jetzt, wo du das so sagst, ich weiß gar nicht, wie mir das bisher gar nicht auffallen konnte. Es ist, ey. Ich habe mir auch keine Gedanken, ihr twittert ja schon das ganze Jahr drüber, dass sie da ist, ne? So, ich habe mir da bisher keine Gedanken drüber gemacht. Aber klar, es kann kein Zufall sein, dass sie jetzt hier ist, wo Travis auch hier ist. So, ich meine, zwei amerikanische Podcast-Menschen, die dann jetzt hier unser Podstock uns wegnehmen wollen. Das geht nicht. Geht, wir müssen da irgendwas machen. Ja, was machen wir? Also ich mag halt Abby echt gerne, ne? Ja. Auch wenn sie offen, nett. Sie ist auch nett. Ich meine, sie ist offenbar in Podcast-Mafia Undercover-Agent. Vielleicht ist sie da nicht freiwillig, aber vielleicht müssen wir sie retten. Ich meine, wenn das die Mafia ist, ne? Wir kennen Mafia-Methoden. Ich glaube auch, die will das eigentlich gar nicht. Nee. Die ist wahrscheinlich innerlich selbst total zerrissen. Ja. Weißt du, vielleicht ist Travis geschickt worden. Vielleicht wollte Abby gar nicht mehr. Und Travis ist geschickt worden, um sie unter Druck zu setzen. Oh mein Gott, das... Das stimmt. Und er ist ja auch gerade aus den USA eingeflogen, erst um herzukommen. Ne? Mhm. Krass. Okay, also wir müssen es auf jeden Fall Travis vorknüpfen. Wir müssen die beiden trennen voneinander, das geht nicht. Okay, wir machen das so. Ich kümmere mich um Abby und ich habe Abby im Auge. Alles klar. Und du Travis. Alles klar. Und wir sorgen dafür, dass die einfach, und vielleicht komme ich da ja auch ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich da auch was raus bei ihr. So machen wir das. Oh, aber ich glaube, im Moment bin ich zu müde dafür. Ja, machen wir morgen. Aber ich kann ja schon ein bisschen beruhigter einschlafen, glaube ich. Aber wenn du dabei bist, dann kriegen wir das hin. Und ich denke, wir lassen auch unsere Podcast-Kultur hier nicht amerikanisieren. Nee. Das geht nicht. Wieder die Amerikanisierung der Podcast-Landschaft hier. Das schaffen wir. Wir behalten unsere Stimmen. Unsere Eigenheit. Okay. Aber gut, dass wir es gemacht haben, ey. Und morgen holen wir dein Zelt aus dem Baum, ne? Finde ich gut, genau. Ja, das könnt ihr das vielleicht jetzt machen? Ich hänge hier noch. Schläfst du schon?